Hallo Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Wow. Hinter dem Deck Wassermann, sechste Schwerter. Es ist sehr interessant, die Synchronisierung mit Sternzeichen Fische. Sechste Schwerter, du siehst, hier sieht man eine Person, die eine Reise macht. Das kann eine Reise sein, einen Umzug. Diese Karte spricht über eine Übergangsphase. Ja, das ist eine Übergangszeit hier. Das ist ein Gefühl, das sind Gedanken hier. Also das ist dein Element jetzt, Wassermann. Das ist Luftelement wie du. Ja, diese Karte spricht über die Gedanken. Über viele Gedanken. Also soll ich nicht. Also irgendwie die Gedanken sind hier zu spüren, dass man dies nicht so einordnen kann. Oder ja, die Gedanken tatsächlich. Luftelement. Ich muss dir sagen, Wassermann, du bist in der Legung von Sternzeichen Fische genauso präsent, ja, wie ich hier Sternzeichen Fische spüre bei dir. Du hast die gleiche Karte in der Mitte, genauso wie bei Sternzeichen Fische, aber die gleiche. Und du hast gerade gesehen, wie ich die Karte zusammenmische. Sternzeichen Zwilling ist bei dir auf diesem Würfel. Sternzeichen Zwilling, Wassermann wie du, sieht man hier. Wassermann. Ja, aber wie gesagt, eine interessante Energie gerade hier. Wow. Die Hohe Priesterin, Sternzeichen Fische tatsächlich. Ja? Fische, Krebs. Ich sehe hier, die Hohe Priesterin ist ein etwas Geheimnis zu spüren hier. Also die Hohe Priesterin spricht immer natürlich über ein bisschen Geheimnis in der Energie, ja. Es kommt darauf an jetzt, warum. Die Gründe sind verschieden bei uns allen, weil wir haben ja verschiedene Leben, ja. Wir haben nicht alle, wir bewegen uns alle nicht in der gleichen Zeit. Also die Hohe Priesterin spricht über Geheimnisse, spricht über Sachen, die man nicht spricht. Also in manchen Fällen, Wassermann, man möchte hier eine Handlung machen, aber ohne, dass jemand anderen es erfährt. Also ich möchte was machen, ohne dass jemand erfährt. Ja. Drei der Schwerter. Drei der Schwerter, sprichst du über einen Treubruch, einen Schmerz? Schaue bitte jetzt, Wassermann, also fünfte Münzen, die Karte des Sterns und siebente Stäbe. Wie gesagt, die Karte des Sterns in der Mitte deiner Legung. Wir reden hier über eine wichtige Energie. Das ist eine der besten Karten im Tarot. Wir reden natürlich hier, tja, über eine Person mit sehr viel Licht.
Ja, die Karte des Sterns zeigt ja sehr viel Licht, Klarheit, eine Reinigung in der Energie, eine Heilung. Ich spüre hier auf jeden Fall eine Verbesserung in der Energie von fünfte Münzen auf die Karte des Sterns. Das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung hier. Ich komme raus von einem Mangel, ja? Ich habe hier einen Mangelgefühl hier mit fünfte Münzen und ich komme von dieser Situation raus. Es gibt hier einen Traum. Irgendwie, es gibt einen Traum hier. Siebente Stäbe, ich spüre eine Handlung. Also, tatsächlich, Wassermann, schau mal bitte jetzt hier. Also, du hast nämlich sechste Schwerter plus siebente Stäbe. Und das ist für mich eine Handlung. Das ist eine Reise, das ist eine Bewegung, das ist, ja, also, das ist dieses, ich mache das. Spüre ich hier ein bisschen einer Person, die vielleicht sich auf eine Defensive stellen? Mit siebente Stäbe, ja. Mit siebente Stäbe, ja. Augenblick, bitte. Ich spüre eine Heilung hier, Wassermann. Von fünfte Münzen auf die Karte des Sterns. Es gibt eine klare Verbesserung der Energie, eine klare, deutliche Verbesserung. Wenn wir hier über Krankheiten reden, fünfte Münzen spricht ja über Krankheiten, über Verluste, über was weiß ich alles. Also da ist keine gute Energie, diese fünfte Münzen. Aber dann in der Mitte diese Karte des Sterns, man spürt hier natürlich eine Verbesserung in der Energie. Und das spricht hier über eine Heilung, eine Reinigung. So eine Situation zeigt sich bei dir, Wassermann. Die Herrscherin. Wow, Gefurte. Nee, was für eine Legung. Wassermann. Die Herrscherin und der Herrscher. In der Mitte fünfte Münzen. Siebente Schwerter. Also, du hast irgendeine Synchronisierung hier mit Sternzeichen und Fische und das ist schon mal klar. Siebente Schwerter spricht wieder über eine Situation, die ich machen möchte, aber eigentlich niemanden darüber sage, Bescheid gebe. Also, ich mache eine Handlung, ohne dass die anderen es wissen. Es gibt schon hier ein Geheimnis. So ein Gefühl gibt es hier. So eine Art von Geheimnis kann man hier spüren bei dir. Sternzeichen Schütze. Nochmals sehe ich hier diese Heilung. Nochmals sehe ich eine Person hier, die tatsächlich durch eine Heilung kommt, ja. Sicher. Wer diese Person jetzt ist für dich, weiß ich nicht, aber hier ist eine Person, die krank war. Eine Person war krank. Hatte eine sehr komplizierte Krankheit hier gehabt. Diese Person hat geheilt. Eine Person mit einem Zyklus hinter sich. Eine Person, die sich jetzt verändert hat. Also Wassermann, die Energie, die sich hier zeigt, ist, nochmals, die Legung ist ja für dich. Also eigentlich rede ich ja für dich. Aber du kannst natürlich auch sagen, ja, ich habe mit so einer Person auch zu tun. Weil es kann ziemlich gut möglich sein, dass wir auch den Fall haben. Also, dass du sagst, ja, diese Person war wirklich krank. Also, wir reden hier schon über eine Krankheit. Und es gibt eine 180-Grad-Veränderung. Also eine Person hat sich total transformiert oder hat sich geheilt, hat geheilt. Eine Person sieht ganz anders aus und so weiter. Die Energie zeigt sich. Nochmals, Wassermann, du hast fünfte Münzen in der Mitte. Fünfte Münzen und fünfte Münzen. Diese Karte wiederholt sich zweimal. Wow. Fünfte Münzen, der Gehängte und die Karte des Sterns.
Es gibt hier eine Energie, das Gefühl wäre bei dir eine Energie von Tag und Nacht. Das ist Tag und Nacht. Wenn wir hier über eine Person reden, heißt wirklich, dass eine Person sich hier total transformiert hat. Eine Person hat die Energie gereinigt. Ja? Ich war krank, ich war im Mangel, im Verlust. Ich war depressiv, also ich könnte hier natürlich eine Depression sehen, natürlich. Und ich habe geheilt. Mir geht es jetzt blendend, also mir geht es sehr gut. Ich habe geheilt. Sternzeichen Fische nochmals, sehr stark bei dir. Ich spüre hier eine wichtige Seelenverbindung. Ich meine jetzt, schaue bitte jetzt hier, Wassermann. Du hast hier die Herrscherin, fünfte Münzen und der Herrscher. Stier, Waage, Widder, Wassermann, Fische, Krebs, Zwilling, Schütze, Jungfrau. Diese Sternzeichen sehe ich bei dir gerade sehr stark. Ich sehe hier zum Beispiel jetzt, Wassermann, du hast mit dieser Person zusammengearbeitet. Du hast mit dieser Person mal zusammengearbeitet. Wir reden hier über eine wichtige Seelenverbindung. Wir reden hier, sonst reden wir hier über zwei Menschen, die gleich sind. Zwei Menschen, die unabhängig sind. Diese zwei Personen brauchen sich nicht und brauchen, eigentlich sind unabhängig, sehr unabhängig, selbstständig sogar. Ja, das ist der Herrscher und das ist die Herrscherin, ich meine jetzt. Ich rede hier über einen Führer, einen Führer, eine Führerin. Also ich sehe hier starke Energien. Ich sehe eine Mutter, ich sehe einen Vater. Ich spüre nochmals fünfte Münzen in der Mitte. Ja? Ich sehe hier eine Person, die sehr kreativ ist, sehr viel Kreativität, sehr viel, eine Person, die, wow, also ich habe hier eine starke Energie. Eine große Veränderung spüre ich hier. Fünfte Stäbe. Ich denke nochmals, wir reden hier sehr mehrere Beteiligten vielleicht, mehrere Konkurrenzen sieht man hier, Konkurrenzen, Optionen, eine Person mit Optionen, eine Person, ja, ich spüre hier sogar eine Person, die sich auf eine Defensive stellt, Wassermann. Einen Augenblick bitte. Es gibt hier eine karmische Situation. Nicht, weil ich das sage, sondern schaue bitte für dich, was für eine Karte gekommen ist. Das ist die Karte der Karma. Karma, Gerechtigkeit. Es spricht hier über einen Balance. Mit dieser Nummer 5 der Münzen sieht man eine karmische Situation, natürlich. Eine karmische Situation. Man könnte hier auch sehen, eine Person bekommt von seinem eigenen Karma zurück. Aber das spricht für uns allen eigentlich. Qué fuerte, du. Wow, qué fuerte, no? Schau mal bitte, Wassermann. Du hast Bruce Willis hier. Bei wem kam Bruce Willis vorherige Woche? Löwe, glaube ich. Vielleicht hast du mit der Sternzeichen Löwe zu tun. Also, du hast hier Bruce Willis. Sternzeichen Fische. Bruce Willis ist Sternzeichen Fische. Und das ist mit der Karte der Stern zusammen. Interessant, weil Bruce Willis ist ja ein Schauspieler. Ich meine, einen Star. Einen Hollywood-Star. Und die Karte kommt nämlich mit der Karte der Stern. Diesen Star hier. Also, ich sehe hier einen Star. Eine Person, die berühmt ist, bekannt ist. Eine Person, ja, einen Star sieht man hier. Wassermann. Es gibt eine Heilung. Es gibt eine Heilung hier.
Ich sehe diese Mutter, eine Dream Machine. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person, steht hier. In manchen Fällen sagst du, nein, ich bin weder zwischen einem Ex noch einer neuen Person. Ja, in manchen Fällen sagst du das. Aber in deiner Energie zeigen sich schon in anderen Energien. Also in manchen Fällen, du hast nicht den Fall, aber hier zeigen sich Menschen von deiner Vergangenheit auch. Sternzeichen Schütze zeigt sich nämlich. Ja? Ja, schau mal. Es gibt hier ein Hindernis, eine Wand, eine Mauer. Es kann vielleicht auch mit Kindern zu tun haben, Wassermann. Diese Wand, diese Mauer mit Kindern und einen Wohnwagen. Diesen Wohnwagen kommt momentan sehr viel oft vor. Schau mal in der Mitte, fünfte Münzen, tatsächlich, fünfte Münzen. Was heißt fünfte Münzen, Wassermann? Das ist ein Ex. Die Legung kann sich für die Crosswatchers auch spiegeln. Ja, problemlos. Fünfte Münzen ist eine karmische Situation mit einer Person. Eine Person, die momentan jetzt krank ist, sehr schwer krank oder im Mangel ist. Eine Person sieht jetzt dein Licht, ja? Eine Person sieht, wie gut es dir geht gerade, dass du Licht hast, dass du deine Energie gereinigt hast, dass es dir wirklich blendend geht. Eine Person beobachtet dich über Internet, kann sich deine Fotos anschauen und sieht, dass es dir sehr gut geht. Diese Person, andersrum, diese Person geht es nicht gut. Eine Person hier ist krank. Freut man sich auf diese Situation? Nein, man freut sich nicht, weil das wünscht man niemanden. Ja? Also ich wünsche niemanden sowas. Egal, über welche Person wir reden. Weil, ja, das wünscht man nicht, aber die Energie zeigt sich. Für diese Person, du bist ein Traum. Für diese Person, du bist ein Traum. Du bist alles, was diese Person sich wünschen würde. Alles und sogar mehr. Das ist für mich ein Ex. Für mich, ich sage es jetzt mal, denn diese Person kennst du ja. Diese Person kennst du, das ist ein Ex. Das kann die Mutter oder der Vater deiner Kinder sein. Oder sonst einen Ex. Wenn du sagst, ich habe keine Kinder. Irgendeinen Ex ist das schon. Aber diesen Ex kennst du sehr gut. Ja. Sternzeichen Krebs zeigt sich auch. Schau mal, hier zeigt sich eine Orchestra, einen Sänger. Hast du mit einem Sänger zu tun? Eine Person, die in einem Orchestra ein Instrument spielt. Ich sehe hier Saxophon, man sieht hier Piano. Entschuldigung, es war andersrum. Piano, Saxophon, einen Sänger, also einen Star. Also Wassermann, du hast hier mit irgendeiner berühmten Person zu tun. Außer hier, der Berühmte bist du. Außer du bist die Person, die berühmt ist, die in einem Orchester spielt, einen Sänger ist, über Internet jetzt bekannt bist oder Erfolg hast, sage ich mal. Du hast Erfolg über Internet. Ja, es gibt hier eine Einladung, zweite Kerlchen, eine Einladung. Eine Einladung einer Person sagt dir, bist du bereit für eine neue Welt? Das Wort Welt ist da, vielleicht geografische Distanz. Deswegen zeigt sich hier Internet. Du hast die Person hier noch nie gesehen. Also, ich meine jetzt, du hast die Person noch nie so richtig vor dir gehabt, sondern nur über Internet. Das ist, wie gesagt, für dich ein Traum. Das ist wie ein Wunsch, ein Traum, der in Erfüllung geht. Eine Person wird hier eine Handlung machen, eine Person möchte hier was anfangen und eine Person sagt hier, bist du bereit für eine neue Welt? Diese Karte kommt oft das vor momentan. Wassermann, ich sehe einer Person nochmals, ich wiederhole, hier ist Aloe Vera, das ist eine medizinische Pflanze.
medizinische Pflanze. Ich spüre eine Person, die wirklich sich behandelt hat, krank war, und diese Energie zeigt sich. Die Heilung ist da, Wassermann. Schau mal, hier zeigt sich nämlich auch mit der Herrscher, zeigt sich, für meine Karriere brauche ich Know-how in Wirtschaft und Touristik. Hier spricht man über Arbeit, Berufsleben, und das ist das Gleiche wie der Herrscher. Der Herrscher ist ein Chef, eine Chefin. Ich spüre hier die Arbeit bei dir jetzt gerade sehr, sehr stark. Hier sind mehrere Konkurrenzen, aber ich spüre hier eine wichtige Kommunikation. Die weiße Taube, Frieden, Harmonie, Versöhnung, eine positive Kommunikation. Schau mal bitte, Wassermann, mit dieser Gehängte, mit der Gehängte zeigt sich ein Foto hier. Vielleicht gibt es eine Ähnlichkeit mit einer Person, die du kennst, oder du siehst so aus. Das hier kann auch ein Mann sein, mit dieser Beschreibung. Ich würde sagen, die Person hat eine andere Nationalität. Ja, die Hautfarbe ist dunklerer, vielleicht als deine Hautfarbe. Oder nochmals, du siehst so aus. Ja? Also wie gesagt, bei dir, Wassermann, man sieht schon sehr lang auch, dass diese Situation von verschiedenen Nationalitäten, ziemlich starke Unterschiede zwischen zwei Personen. Diese Karte zeigt sich mit der Gehängte. Ich spüre hier eine sehr attraktive Person, egal ob Frau oder Mann, sehr attraktiv, sehr kreativ, sogar sehr erotisch auch. Ich spüre hier eine Dream Machine. Wow, also die Energie zeigt sich ziemlich, ziemlich stark bei dir, Wassermann. Und schau mal, mit der Herrscherin kommt hier die Karte einen Baby. Also hier könnte ich sogar über eine Schwangerschaft reden, Wassermann. Das könnte hier perfekt sogar eine Schwangerschaft für eine Gruppe sein, ja. Einen Baby sieht man schon hier. Eine Mutter. Wassermann, was ich bei dir verstehe, mit diesen drei Schwerter hier hinter dem Deck, du bist in einer Heilung. Also, oder du bist bereits geheilt. Ich spüre hier einen Schluss und eine neue Welt. Ich spüre hier eine neue Welt bei dir. Augenblick bitte. Nochmal 7. Stäbe. Wow. Hier kommt eine Person mit sehr viel Intention, ne? Wassermann. Also eine Person hat hier wirklich, die Intention ist da. Also diese Leidenschaft, diese Lust ist da, was diese neue Welt anzufangen. Es gibt hier ein Angebot. Ne? Nochmals der Herrscher. Halt dich fest. Du hast den Herrscher zweimal auf den Tisch, Wassermann. Also das ist hier ein Herrscher, ein Chef, eine Chefin, eine Person, die, wie gesagt, selbstständig ist. Bekommst du ein Angebot, wird hier ein Angebot kommen? Eine Person, die irgendwie, ja, ich spüre hier eine starke Energie. Aber nochmals, 2x7 Stäbe. Eine Person kommt hier mit die ganze Intention, was Neues anzufangen. Du hast die Nummer 777, oft hast. Die Nummer 555, also die Nummer 555, du hast hier, es kommt hier, kommen Veränderungen. Veränderungen kommen hier. Eine Person hat dran gearbeitet.
Wassermann, das ist die Energie, die ich hier spüre. Jemand hat für seine Heilung dran gearbeitet. Ja, man hat wirklich viel gearbeitet. Schau mal bitte jetzt hier. Von diesen bekommst du diese Nummer 10. Das ist für mich wie 10 der Stäbe. Und das spricht über einen Schluss. Einen Schluss mit manche nicht so gute Energien. Hier ist die Schlange und Mäuse. Die Schlange und Mäuse und 10 der Stäbe. Du siehst, hier spricht man über, ich würde sagen, das ist wie 10 der Stäbe. Einen Schluss. Interessant ist, von Osho 10 kam für dich die Konditionierung und das ist die Karte der Teufel. Die Konditionierung und die Erschöpfung, 9 der Stäbe. Wassermann, Karmazeit. Karmazeit, eine Gerechtigkeit. Es gibt hier bei dir kommende Woche, Sternzeichen Waage zeigt sich hier nämlich auch, es gibt eine Gerechtigkeit. Man sieht hier bei dir auch eine Person, die nochmals von einer toxischen Situation heilt. Es gibt hier eine Heilung, eine Reinigung in der Energie von einer ziemlich toxischen Situation. Und es kommt Karma-Zeit. Also jeder bekommt, was er verdient. Das sagt diese Karte. Jeder bekommt, was er verdient. Und das ist wirklich Wassermann, was wir auf den Tisch haben. Das ist, was wir hier auf den Tisch haben. Ja, und ich spüre hier, was ich denke, für dich, du stellst dich auch auf eine Defensive mit einer bestimmten Person. Ja, du stellst dich schon auf eine Defensive mit einer bestimmten Energie und ich denke, du verlässt eine Situation. Sogar Wassermann, sogar etwas, was mit Geheimnisse verbunden ist. Ich kann hier schon gewisse Geheimnisse sehen. Mit dieser Hohepriesterin. Und ich denke, man verlässt hier eine Situation. Das ist, was ich hier verstehe. Ich verstehe hier, dass man sich auf eine klare Defensive stellt und man verlässt hier eine Situation. Sogar einen Umzug. Ich könnte hier einen Umzug sehen. Nicht morgen um 8, aber das kann man hier sehen. Ja. Also du hast hier eine Lektion, du hast bereits eine Lektion gelernt und die Karte der Gerechtigkeit fragt dich auch, hast du diese Situation gelernt? Das ist die Karte der Gerechtigkeit. Haben wir hier eine Lektion gelernt? Mit unserem freien Willen entscheiden wir für uns. Wir entscheiden. Also von da aus, wir müssen jetzt unterscheiden, was für uns gut ist und nicht gut ist. Und es gibt hier natürlich eine Situation, wo wir uns auf eine Defensive stellen mit einer bestimmten Person, die gerade in dieser Karma-Zeit ist. Wir wissen ja, wir sind alle in Karma-Zeit. Und von da aus, diese Person kann sich mit dir wieder in Verbindung setzen. Diese Person bringt dir ein Angebot, möchte mit dir, das kann für eine Gruppe sogar der Vater oder die Mutter deiner Kinder sein. Das könnte für eine Gruppe, die, ja, könnte das sein. Oder einen vorherigen Chef, einen Ex-Arbeitgeber, einen vorherigen Arbeitgeber, ja. Also die Sache ist, es kommt hier ein Angebot auf dich zu und jemand stellt sich hier auf eine klare Defensive. Und man möchte hier die Welt, eine neue Welt. Ich sehe hier eine Person, die auch sehr viel spricht, sehr viel redet. Ja, ich sehe durch diese Karte, kam hier, diesen Orakel kam, also rede weniger und empfinde mehr. Rede weniger und empfinde mehr. Sternzeichen Fische ist das hier. Vertraue dem Universum, Wassermann.
Vertraue dem Universum. Du hast hier gerade mit dem Schicksal zu tun und du hast hier gerade natürlich auch mit dem Universum zu tun. Achte auf die Zeichen. Die Zeichen warnen dich. Die Zeichen, also Wassermann, nochmal, Sternzeichen Fische ist bei dir sehr stark hier. Sogar, ja, und nochmals, es gibt hier irgend so eine Situation. Ich spüre hier eine wichtige Seelenverbindung bei dir. Du hast eine wichtige Seelenverbindung mit einer Person. Sehr wahrscheinlich, du kennst diese Situation und du weißt schon, mit welcher Person du eine wichtige Seelenverbindung hast. Ja, also ich sehe das schon hier. Ich spüre hier eine, das kann die Mutter deiner Kinder sein. Habe ich gerade gesagt, ne? Ja. Aber sonst, nochmals, ich sehe eine Dualität hier auch, Wassermann. Deswegen habe ich es dir vorher gesagt, ich könnte sogar mehrere Energien hier haben. Weil ich sehe hier diese Dualität. Hier habe ich eine, vielleicht zwei, ein, verschiedene Situationen, zwei verschiedene Situationen. Mit einer neuen Person, ich sehe hier eine neue Person bei dir, aber ich sehe natürlich eine karmische Situation der Vergangenheit und das ist diese fünfte Münze in der Mitte. Verstehst du, was ich meine? Ich spüre hier diese Sache, diese vergangene Situation und eine neue Person. Die Sache ist, der Wassermann, was ich hier deutlich spüre, ist, dass man sich auf eine Defensive stellt, weil man bereit für eine neue Welt ist. Es ist so ungefähr, ich will nur eine neue Situation in meinem Leben. Das ist das Gefühl hier. Ich möchte eine neue Situation in meinem Leben. Das ist deutlich das Gefühl hier. Deutlich. Egal, worüber wir reden, weil jeder hat eine andere Geschichte. Aber ja, ich denke, du bist in einer Übergangszeit, Übergangsphase. Einen Umzug sieht man hier, eine Reise. Oder jemand ist in einer Reise, jemand ist gerade woanders. Jemand macht hier gerade eine Reise. Es ist ja klar, Wassermann, dass die Energie, die sich hier zeigt für dich, ist von einer Person, die gerade jetzt eine ziemlich komplizierte Zeit hinter sich hat, sich wieder wohlfühlt, sauber fühlt, gereinigt hat, Licht, viel Licht hat und jetzt einfach was Neues möchte. Das ist die Energie, die ich hier bei dir spüre. Deutlich. Eine neue Mentalität, eine neue Realität. Also so meine Gedanken, so meine Realität, ja. Die Gedanken, ja, genau, da muss man immer schön aufpassen, ja. Ja. Es ist ziemlich interessant, wie gesagt, die Synchronisierung mit Sternzeichen Fische. Denn Sternzeichen Fische stellt sich auch auf eine klare Defensive. Du hast hier Sternzeichen Fische sehr stark. Natürlich empfehle ich dir, Sternzeichen Fische anzuschauen. Ja, tatsächlich. Ich spüre hier eine interessante Energie gerade. Warte mal kurz, ich bin am Nachdenken. Wassermann, ja, tatsächlich. Drei der Stäbe in der Mitte hat der Sternzeichen Fische gehabt. Drei der Stäbe. Das ist die Zukunft. Das ist auch, spricht auch über sogar einen Umzug, eine Reise. Ja, ich spüre hier eine Synchronisierung. Eine Synchronisierung gibt es hier schon. Und das kann sich für die Crosswatchers auch spiegeln. Und ich meine jetzt in den Sternzeichen Fische kannst du auch für dich sogar eine Bestätigung holen. Noch. Wenn du mit diesen Sternzeichen auch zu tun hast. Denn ich spüre hier eine Situation. Interessante Energie. Wassermann, interessante Energie.
Siebente Stäbe, siebente Stäbe, siebente Schwerter. Die Nummer 777 kannst du über Internet als Engelnummer suchen. Es gibt eine wichtige Botschaft für dich. Die Nummer siebente Stäbe, also eine Person möchte hier was Neues anfangen. Etwas Neues wird sich hier ergeben und das ist schnell, die Energie sind Stäben, also das sind hier Stäben, das ist Feuerelement, das ist eine Leidenschaft, das ist, ja, wie gesagt, sogar, dass du sagst, ich treibe jetzt mehr Sport, ich werde mehr Sport treiben, ich fühle mich sehr, viel mehr fit, ich habe viel mehr Kraft. Ich fühle mich viel mehr energisch, ich habe viel mehr Energie. Ich möchte was tun, mir hier Mühe geben, ich möchte handeln. Das ist die Energie hier, Wassermann, das ist die Energie hier. Natürlich, diese Defensive ist hier da. Man stellt sich auf eine Defensive, das ist schon mal sicher. Weil man hier bereit für eine neue Welt ist. Einfach so. Einfach so. Man ist bereit für eine neue Welt und von da aus, das, was es gab, will ich in meinem Leben nicht mehr. Das ist das Gefühl hier. Ich meine jetzt, der Wassermann, das ist das Gefühl hier. Ich bin sehr stark am Nachdenken, weil nochmals, ich empfinde gerade die Synchronisierung mit der Sternzeichen Fische sehr stark da und interessant sogar. Und ich bin ständig am Denken, ja, weil es gibt hier eine starke Folge, meine ich jetzt, eine Folge, ja, die wichtig sein kann, sehr wahrscheinlich. Und ja, tatsächlich wichtig ist. Also Wassermann, deswegen sage ich dir, ich empfehle dir schon die Legung von Sternzeichen Fische anzuschauen, ja, tatsächlich. Ich danke dir für deine Likes und deine Abos, Wassermann. Wir sehen uns bald, Dankeschön. Tschüss.